Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. In der letzten Episode haben wir Schiffbruch erlitten, hier vor dieser felsigen Insel. Und wir haben Sam verloren, unseren Bruder, und wir sind auf der Suche nach ihm. Er muss hier irgendwo sein. Wir haben ein SOS-Signal. Ja, SOS war es nicht, aber es war ein Leuchtsignal mit der Taschenlampe gesehen und verfolgen nun dieses. Ja, mal schauen, wer uns am Ende erwartet. Ob es wirklich unser Bruder ist oder ob es jemand anderes war, der uns dieses Signal geschickt hat. So, wollen wir mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Es wird halt. Ja, der Baum sieht jetzt nicht so zuverlässig aus, muss ich ehrlich sagen. Das ist knapp. Bitte! Da! Okay. Okay, das ist sehr weit. Wie er sich freut. Was war unerwartet, dass du mir nicht in den Tod gestürzt bist? Wohin jetzt? Ich kletter mal hier hoch. Nach oben ist immer gut. Schade, ich habe gerade gedacht, da hätte was geblitzt. Spring ich mal hier rüber. Ich hoffe auch, dass es Elena gut geht. Von Elena und Sully haben wir jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Wir befinden uns ja jetzt kurz nach der Sequenz, die wir am Intro schon gesehen haben. Oh, was steht da? No quarter for thieves. Also kein Revier für Diebe, oder? Verstehe ich nicht das richtig? Sehr beruhigend. No quarter for thieves. Lesen. Drei Kreuze, Jesus Dismas Gestas und das nautische Symbol für einen Schiffbruch. Keine Gnade mit Dieben. Okay, es ist mit Gnade übersetzt worden. Keine Gnade heißt doch eigentlich No Mercy, oder? Aber es sind viele Sachen, die im Englischen... Die Übersetzung ist dann mehr oder weniger oft mal frei. Ist im Deutschen genauso. Wenn ihr einen Text im Englischen habt. Ein Bierkrug, okay. Der soll wertvoll sein. Da haben wir auch noch ein paar im Keller. Vielleicht sollte ich die auch mal rausholen. Okay, sieht so aus, als müsste ich... Nee, da. Der Felsen ist hier nur für den Schatz gewesen. Ich versuche mal einfach weiter nach oben zu gucken. Mal gucken, wie weit wir kommen. Was ich eben noch ausführen wollte... Wir sind ja jetzt kurz nach der Startsequenz. Haben ja das Spiel begonnen mit einer wilden Verfolgungsjagd mit Sam und Nate. Wir wussten gar nicht so genau, was los war. Das ist ja oft so bei Uncharted. Dass man eigentlich so mitten im Spiel erst reinkommt. Und gar nicht weiß, was genau los ist. Muss ich hier etwa runterrutschen? Sieht fast so aus. Und deswegen ist meine Vermutung auch... dass wir jetzt den Höhepunkt des Spiels erreicht haben. Das heißt, wir haben jetzt den Klimax erreicht, wie man so schön sagt. Der Spannungspunkt ist am höchsten, an der höchsten Stelle. Dann wird sich uns offenbaren, was das Geheimnis ist. Guck mal, Krebse. Hallo? Sind Krebse schon so rot? Ich dachte eigentlich, die sind eher so bräunlich und werden erst durchs Kochen dann so rot. Naja. Die sind schon rot. Okay. Hier sind wir noch nicht gewesen. Klettern wir mal hier raus. Was hat er denn da gefunden? Lesen wir das mal. 20. März 1808. Heute Morgen habe ich Burns zur Rede gestellt, als wir unsere Vorbereitungen zum Verlassen der Höhlen trafen. Da unsere Mannschafts- und Essensvorräte dezimiert waren, forderte ich, dass wir nach Hause zurückkehren und mit mehr Männern und Vorräten wiederkommen müssen. Burns lachte und wiederholte seinen Standardspruch. Der Schatz ist in unserer Reichweite. Ich blieb standhaft.
Selbst wenn wir Averys Versteck finden würden, hätten wir mit nur einem verbleibenden Schiff kaum genug Platz für uns selbst für die Rückreise, ganz abgesehen von irgendwelchem Hindu-Gold. Ich wandte mich an den ersten Offizier Hayes, damit er mir zustimmte, aber er wich zurück, als hätte ich die Pest. Dann kam Burns mit seinem Lächeln auf dem Gesicht auf mich zu und ermahnte mich, das Gute der Expedition zu bedenken. Ich solle die Mannschaft nicht zum Widerstand aufstacheln. Die Drohung hinter seinen Worten war deutlich, also deutete ich darauf hin, dass ich etwas Ruhe benötige, und zog mich in mein Lager zurück. Zur Hölle mit diesen Narren. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Mein Vermächtnis sollen nicht bloß Worte im Buch dieses Mannes sein. Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müssen er und... Wenn Burns glaubt, dieser Ort ist Libertalia, falls er weitermachen will, dann müsste er und die anderen dies ohne mich tun. Ich werde mich bei Tagesanbruch von dieser Gruppe absetzen. Mal sehen, wie weit sie ohne Navigator kommen. Na gut, du bist auf jeden Fall nicht sehr weit gekommen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz. Stand da noch was auf der Rückseite? Eine Karte? Arme Schweine. Ja, es scheinen Diebe gewesen zu sein, die ja auch schon ihr Glück versucht haben. Aber von Burns haben wir doch schon mal gehört, oder? Schon öfter. Ich bin so schlecht mit Namen, ne? Das ist echt unnormal. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Muss ich meinen Haken benutzen? Ah, da oben. Oha, sehe ich jetzt erst. Ah, hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlaksig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze? This would suck. Ist jetzt die Frage, wer bei was verloren hat. Welcher von beiden ist jetzt der Navigator, der oben hängt oder der unten liegt? Gib mir einen Tipp, Nate. Wo geht's weiter? Meinen schönen Haken kann ich nirgendwo benutzen. Muss ich etwa zurück in die Höhle? Da gab's doch nur diesen Weg hier. Oder gab's noch einen anderen Weg? Ich glaube fast nicht. Ich will jetzt auch nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Nur um dann festzustellen, dass es keinen anderen Weg gab. Ah, aber... Hier bin ich noch nicht gewesen, oder? Bin ich von hier gekommen? Von hier bin ich gekommen. Genau, von hier sind wir gekommen. Schauen, ob hier noch was ist. Nee. Hier kommen wir auch nur wieder auf den einen Weg. Nee, dann gibt's nur diesen Höhlenausgang hier. Da muss es hier irgendwo weitergehen. Ah, hier. Ich sehe es schon. Also ich finde die Kletterpartien deutlich besser als in den Vorgängern. Weil es halt nicht ganz so künstlich wirkt. Es ist natürlich immer noch zu erkennen, wo man langklettern soll. Aber erstmal gibt es mehrere Wege. Du da hochklettern? In den Stiefeln? Ja, du hast jetzt auch nicht gerade die besten Kletterschuhe an, oder? Ich weiß es gar nicht. Das zieht man zum Klettern so an. So ganz dünne, oder? Damit man auch die Steine so ein bisschen fühlt. Oha. Nehmen wir mal den Hering daraus. Ich weiß nicht, ob es Hering heißt beim Klettern. Wahrscheinlich nicht. Kletterhaken heißt es einfach. Okay. Okay. Und jetzt? Ich habe doch nur einen. Ach so, der steckt ja dann immer nur so temporär. Das geht. Oder? Doch, Tatsache. Geht aber auch ohne. Ich wollte gerade sagen, geht aber auch ohne. Geht aber doch nicht.
Oh shit. Oh shit. Okay, es geht doch nicht. Eigentlich würde es gehen. Also Nate hat eigentlich genug Sprungkraft. Naja, an der Stelle soll man halt diesen Kletterhaken benutzen. Den brauchst du bestimmt nicht. Okay, dann benutze ich halt den Kletterhaken. Überredet. Das geht. Ich frage mich nur, wie er den rauszieht wieder. Während er springt. Den passt da. Das wird nicht klappen. Kann ich springen und es reinstecken? Tatsache. Okay. Ich glaube, das ist auch ein Part, den man aus frühen Trailern schon kennt. Das kommt mir nämlich sehr bekannt vor hier. Kann ich da rüber? Da muss ich auch wieder den Kletterhaken benutzen. Wow, der rutscht sogar ein Stück. Das ist cool gemacht. Ah, die Aussicht. Ach, nur noch ein Katzensprung. Aber ein riesiger. Ein riesiger Katzensprung. Oh, okay. Moment. Komme ich da hin? Das ist mega weit. Das schaffe ich doch nie. Alter, hat der eine Sprungkraft, ey. Michael Jordan ist ein Scheiß dagegen. Okay, es scheint jetzt hier öfter Spielelement zu sein mit diesem Kletterhaken. Dann nutzen wir das. Ja, aber er will nicht weiter. Okay, habe ich ihn vielleicht falsch gesetzt? Muss ich vielleicht So? Ah, okay. Oh, Scheiße. Hey, worauf schießt du? Hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Na, Johnson, Mann. Ich bewege nicht alles. Ich sehe nichts. Okay. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Es wird mal wieder rumgeballert. Eine Knarre habe ich leider nicht. Dann werde ich mal schnell hier rüber. Versuchen, ob ich den einen Kerl da bekomme. Den älteren Bruder. Hat dein Papa uns erschossen und ist abgehauen. Glaubst du, ah, jetzt war ich zu langsam. Bis wir eine Leiche finden, bleibe ich auch dabei. Wie haben die das Wrack überlebt? Die haben mehr Glück als Verstand. Tja, auch eine Glückssträhne endet mal. Mal sehen. Was haben die jetzt über Sam gesagt? Ich hab's nicht ganz mitbekommen. Haben sie ihn gefunden? Moment. Wie kann er mich denn sehen? Ah, okay. Dann doch nicht leise, Leute, dann laut. Guck mal, der versteckt sich selber im Busch. Cool. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, wir werden... Hat mich hier einer umkreist? Das ist der Chef, oder warum hast du hier eine andere? Warum bist du in Zivil und die anderen in Uniform? Beim Absprung erschossen. Wow, es sind auf jeden Fall einige Gegner unterwegs. Komm mal runter! Komm runter! Nein! Oh nein, das war scheiße. Jetzt geh ich drauf. Okay, oder doch nicht. Oh Gott! Oh Gott, wie dumm. Ich wollte nachladen. So, bin ich jetzt eigentlich wieder versteckt, wenn ich hier durchs Gras gehe? Tatsächlich. Das ist ja cool. Ja, komm rüber. Und tot. Immer dieses befriedigende Geräusch eines knackenden Genicks. Herrlich.
Sind aber noch nicht alle Gegner tot, oder? Die Musik ist noch so unentspannt. Da hinten kommen neue. Sehe mich aber nicht. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine neue Chance auf Schleichen. Okay, die Musik entspannt sich. Ich versuch's mal. Okay, das gibt nichts. Boah, ich habe gerade so ein richtig... Habt ihr das auch manchmal in Spielen, wenn ihr irgendwo runterstürzt, dass es sich so anfühlt wie in echt? Dass ihr so ein Kribbeln im Bauch bekommt? Ich habe das manchmal schlimmer als auf Achterbahn. FAL? Oh oh. Schnell runter. Ich will da ins Gebüsch. Okay. Nur noch die beiden, oder? Wenn der eine sich jetzt wegdreht, könnte ich vielleicht mal wagen, rüber zu gehen. Was ist denn, wenn ich dem einen Astra einen Headshot gebe? Ach, da hab ich den anderen Typ gesehen. Okay, waren doch noch ein paar mehr. Nur da unten muss noch einer sein. Hier hat doch einer geschossen irgendwo, oder? Hinter mir? Ich finde aber sehr cool, dass die Gegner sich auch im hohen Gras verstecken. Es gibt so ein bisschen Atmosphäre. Ja, klasse. Okay, ich dachte, da könnte man sich rüberschwingen. Wenigstens sind die Gegner aber alle tot. Wahrscheinlich da lang. Ja, mit dem Klettern habe ich es noch nicht so. Das Spiel ist ja noch nicht... Ich bin ja noch nicht lang genug drin. Oh, da sind noch mehr Gegner. Komm mal rüber zu mir. Der wird aber nicht kommen. Na toll. Okay, das hat noch gerade so geklappt. Ich dachte, ich wäre schon wieder in den Tod gesprungen. Kann ich den greifen eventuell? Das wäre so cool. Und Abflug. Wo haben wir den nächsten? Da hinten läuft noch einer. Oh, da unten läuft auch einer. Kondor. Okay, die nehme ich mal mit. Scheint eine Schrotflinte zu sein oder sowas in der Art. Komm mal her zu mir. Copperhead. Oh, ein Sniper. Es wäre natürlich gut, unbemerkt zu bleiben. Schleichen wir uns mal vor. Auch wenn das, glaube ich, sehr schwer wird, hier unbemerkt durchzukommen. Den kriege ich, glaube ich, noch ausgeschaltet. Aber dann ist die Frage, ob mich der von da hinten nicht sieht. Der wird mich auf jeden Fall sehen. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn wir da eine Schießerei auslösen. Okay, der eine hat mich gesehen. Hier drüben! Oh nein. Ach Gott, der Sniper hat mich auch gerade im Visier, der Arsch. Wow, die Knarre ist gut. Oh Scheiße! Ja, super! Okay, da ist einer, der hat auf jeden Fall Granatenwerfer. Oh nein, nein, nein! Aber Glück, dass der nicht gut zielt. Ich habe eine relativ gute Deckung hier. So, jetzt haben wir da unten noch einen. Auch so ein gepanzerter, oder? Mit der Knarre habe ich
vielleicht sogar so ein kleines Visier. Okay, der Gepanzerte will irgendwie einfach nicht sterben. Dann nehme ich mal hier die Condor mit. Oh shit, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wow. Das war auf jeden Fall ein Hit. Nehmen wir mal die Knarre mit von ihm. Oh. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht so genau, was jetzt eigentlich das Goldene heißt. Ob das seltene Waffen sind? Problem bei den seltenen Waffen ist, die kriegst du halt nicht nachgeladen, ne? Also nicht gut. Die hat ja so gut wie niemand. Und der Munitionstyp von anderen Waffen passt nicht. Der hatte noch so eine Copperhead. Oh, guck mal, da ist wieder so ein Granatwerfer. China Lake. Ist das eigentlich echte Namen? Ich glaube nicht, oder? Also FAL und so, die gibt's. Ach, okay, hier muss ich wieder mit den Haken arbeiten. Und hier auch, wie es aussieht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weiter oben. Liebe Leute, wir nähern uns unserem Bruder, hoffe ich zumindest. Wenn wir aber einen kleinen Cut machen, in der nächsten Episode sehen wir dann, wie es weitergeht, hier bei Uncharted 4. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.